Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Undead Legacy. It's Hordenacht. Blutmond. Hallo Buran. Juhu. Hallo Swissly. Hallo Skyhawk. Es ist Hallo. Blutwurst. Seid ihr gut drauf? Wir Jetzt warten schon schon noch. blutrünstig. Ja, können wir ändern. Wann gibt's die Blut- und Leberwurst? Jetzt. Jetzt kommt sie. Jetzt Yeah. frei Haus. Genau. Ich gehe da mal eine rauchen. Du, das wird jetzt dauern. Ah, jetzt höre ich was. Oh, der Und ist das ist radioaktiv. gleich mal grüner. Er war grün und hat was gedroppt. Ja. Der nächste. Soldat. Schön. Ach ja. Ja, immer diese Militärangehörigen, was? Naja. Mario will wieder schnell voll rein, hä? Will er gleich sehen, was er davon hat. Nicht erwarten. Unten klopft es schon kräftig oder hinten? Hinter uns. Ja, so von hinten rechts. Ja, genau. Was Man wäre sieht dann nicht, unten? Ich glaube, die kommt. Starbucks. Ja, ich glaube, ja, da kommt jetzt da jede Menge. Küche, da hinten in der Küche ist so eine Tür, ne? Ja. Ah, oh, die Tür ist nur Tür. Noch da. Weil vorne Oder kommt jetzt erst erstmal nichts mehr. Durch. Ich glaube, das machen sie gerade. Ja. Oder es kann auch sein, dass sie unten. Nee, das wäre metallisch. Nee. Ah, Eingangstüre. Drehkranz. Außer die sind so schlau und schlagen die Wand durch zur Toilette. Noch nee, nicht da schon kommen wieder sie. Durchs Klo. Wo? Starbucks oh. leuchtet. Ja. Dann bitte jetzt nicht mehr hin und her bewegen, weil sonst habt ihr einen Pfeil in der Wade stecken. Was? Haben wir jetzt in zwei Fronten? Noch ein paar Leuchtende von hinten. Ein Leuchtendes durch. Das ist mehr als ein Pfeil. Oh ja. Oh ja, da unten ist er ja schon. Ist die eine, der schon Infos hat? Der schaut schon aus wie ein Stachelschwein. Tschaschlitsch. Oh, da sind viele. Was? Einzige Scheiß sind hier die Geier, die man nicht erwischt. Ach, die sehen wir dann. Die morgen. Gehen mir rein, akustisch schon voll auf den Sack. Ja, ich. Oh ja, da kommen jetzt eine Menge rein, hä? Ja. Und verteilen sich schön im Raum. Die hat auch was gedroppt, sehr schön. Die hauen dagegen die Säule, das gefällt mir ja gar nicht. Naja, du kannst alle vier Säulen wegmachen, das Gebäude bleibt stehen. Hab ich getestet. Sehr gut. Sogar wenn östlich die ganze Wand weg ist, mit den Fenstern. Okay. Das Gebäude ist schon relativ stabil.
Halt doch still. Das ist gar nicht mehr lustig. Die halten. Ich habe immer das Gefühl, dass sie schon losrennen in dem Moment, wo ich Abfluss drücke. Was machst du denn da? Oh, radioaktiv an der Drehtür. So, hat sein Endlager gefunden. Ja. Yep. Der Soldat, da. Jetzt kannst du auch spicken, wie du willst. Bleib liegen. Der leuchtet wieder. Er hat schon 5 Kugeln von mir drin. Noch einer. So, mal stillhalten, der Idiot. Er hat ihm Red Bull gegeben. Das hat er geklaut. Weißt du was, wenn du die ganze Zeit neben dem Atomkraftwerk schlafen würdest? Ich wohne 5 Kilometer von einem AKW entfernt. Okay. Schon irgendwie bedenklich, wie lange der lebt. Aber vielleicht ist das die Lösung. Forever Young. Mhm. Forever Life. Ja. Komm, aber viele Grüne. Mhm. Aber noch kein einziger Kopf. Ja, aber dafür sind hier schon wieder 2 Soldaten. Reload. Das ist kein Problem, die schaffen wir. Halt still. Hey, Kevin hat was gedroppt. Okay. Da ist der Vogel. Direkt 2 im Schutzanzug und ein Radioaktiver. Und ein Kopf. Da haben wir doch unseren ersten Kopf. Was war das? Ja. Ist doch irgendwas eingestürzt. Außen das Gerüst. Und ein Biker am Drehkreuz und noch ein Kopf und ein Radioaktiver. Ein Kopf kommt aus der Küche.
Ja, jetzt kommt aber viel Radioaktives an der Drehtüre an. Dafür liegt da jetzt auch schon was. Da ist nichts, da ist nichts. Oh, halt still. Immer drauf. Radioaktiver Springer im Raum. Jo, hab ihn. Alter, der hat jetzt. Ja, noch ein Springer. Boah, die Geier gehen mir aber auf den Sack. Mit irgendeinem Kopf oder so, ne? Oh, der Geier, der spuckt. Ne, da ist ein Kopf. Oh, sie kommen hier durchs Fenster, unter mir. Kugeln in den Hinterkopf. Ich bin immer noch. Demolition. Wo? Aus dem Fenster. Er piepst. Gut so. Hat ein bisschen die Einrichtung demoliert, aber passt. Unser erster Demolisher, ja? Ja. Aha, was sind meine finsteren Augen? Ich noch einer. Kopf, ja. Noch einer. Da kommt der nächste Kopf. Kopf kommt durch die Küche. Ja. Noch einer. Halt doch mal still. Da kommt der nächste Kopf durchs Außenfenster. Der nächste. Irgendwo ist noch einer. Ja,
Top! Fliegt. Naja. Ja, meine Pistole und meine 556er sind leer. Okay. Durch die Küche kommen wieder ein paar Radioaktive. Moment, Küche, Radioaktive. Auf den Sprenger. Krieg ich nicht. Radioaktive. Kopflos. Ja. Demolisher. Wo? Unten bei der Säule. Beim Fenster drüben bei der Säule. Ja, ich sehe ihn. Ah, direkt unter mir. Den leicht kleinen Protest jetzt bei der anderen Säule. Jetzt auf dem Stachel dran. Boah! Halt doch mal still! Liegt. Nee, liegt nicht. Jetzt immer noch, ey, leck mich fett. Jetzt brauch ich dringend irgendwas mit mehr Bums. Jetzt liegt er. Moment, ich muss mal gerade. Also die eine Seite, auf meiner Seite haben sie schon die Hälfte weg. Ja. Also ein Stück ist raus. Ich weiß nicht, woran das gerade liegt, dass es bei mir so laggt. Das geht auf extrem. Ja. Ich habe gerade mal meine Grafik auf Medium runtergestellt, weil ich treffe gar nichts mehr. Also keine Entschuldigung, weil sonst treffe ich auch nichts, aber... Das hat dummerweise nicht mal mit der Grafik zu tun. Ich probiere mal gerade was aus. Da hinten kommen sie eh so durch. Irgendwas spuckt. Ach ja, du hast noch deine Fusionspfeile. Genau. Will ich sagen, das macht Spaß, aber die hüpfen so schön.
Der Militia. Wo? Vorne. Regtüre. Haupteingang. Ist jetzt unter mir. Stellt sich direkt an die Säule. Wieso ist der Drecksack so schnell? Jo, Kopf ab. Headwork. Sehr gut. Hinten noch ein Demolisher. Auf der anderen Seite, ganz hinten in der Ecke. Sehe ihn. Perfekt. Demolisher weg? Ja. Ja. Reicher. Komm. Nee, da bin ich nicht. Ah, ist okay. Boah, der war geil. Aber immer hinten stehen immer noch zwei danach, ne? Die Rohrhandgestellte sind wirklich hart im Nehmen. Mhm. Ne, das wird einem gar nicht so klar. Ferrales. Ja, Ferraler. Ferraler tot. Jetzt kommt sie auch aus der Garage. Shit. Mhm. Ihr geht nicht an meine Säule. Wieder so typisch, Mann. Das ist eine Säule. Ja, ja, es ist eine Säule, genau. Ups. Weißt du, eigentlich machen wir ja einen Fehler. Wir müssten sie alle reinlassen. Weil hier ist eine Bibliothek, weißt du, ich meine, Crackerbook. Hier ist bestimmt noch was zum Lesen. Gerade ist auf der rechten Seite. Mehr ausgemacht werden. Ja. Besser? Kehrt. Perfekt. Naja, spring die Säulen einfach. Ja, mach ich. Ich weiß nicht, langsam habe ich zu dem Gitter gar kein Zutrauen mehr. Du hast gesagt, das Gebäude hält. Natürlich hält auch das. Weißt du, wie lange die da ran klopfen müssen, bis das hält? Ja, wir müssen alles reparieren bis nächstes Mal. Ja. Letzter Sprengbolzen war das. Der Militia. Zwei. Shit. Drecks. Ja genau, geh raus, verpiss dich, du Affe. Guten Morgen. Eine schnelle Hunde. Naja, es gab viel zu tun. Aber der Munition ist endlich.
Ja, der da ist noch einer. Unter mir! So, der hier drüben liegt. Ach, da ist er. Wie viel Schuss schlug der? Naja, jetzt ist er. So. Jetzt nur noch den restlichen Schrott hier wegmachen. Jetzt war er zu groß. Die stehen immer noch vor den Türen. Da. Ruhiger. Na, kriegen wir den. Bleib stehen. Geht doch. Der wollte echt wieder raus. Okay, na dann. Müsst ihr einfach aufpassen, wo ihr hintretet. Ich weiß nicht, wo das noch Stacheldraht liegt und wo nicht. Mhm. Hier ist noch Stacheldraht. Direkt vor. Warte, Sky. Geh zurück. Oh. Das ist eine jede Menge Stacheldraht. Dann war das vielleicht der schlechteste Ausgang jetzt. Ja. Warte. Haben wir uns jetzt selber gefangen? Nee, geht. Ah, nee, Swisty hat. Man kann auch hochspringen, es geht auch. Danke, Swisty. Ja, bitte. So. Kann man dir lassen bis nächstes Mal. Ich da rein. Okay. Du es können. Glück. Ich merk schon. So, na dann kommt mal hier rüber. Draußen ist noch irgendwo was. Mhm. Okay. Oh ja, Pfeile. Da kommen noch. Hier ist Stacheldraht. Ja. Hier sind zum Glück hat man eine gewaltige Loot-Distanz. Ja. Mhm. Autsch. Ja. Es hat mich gepiekst. Mami! Die sind alle doof zu mir. So, also ja. Hier sind die von außen reingekommen. Ja, über das Geländer. Schon krass. Die haben das Geländer gleich mit weggearbeitet. Ne, die sind einfach nur die Leiter hoch und haben die Scheibe durchgearbeitet. Mhm. Ach so, ich dachte, ihr meint das hier hin. Hinter der Küche. Moment, ich komm rum. Nee, da haben sie nur draußen, die haben sich erwartungsgemäß haben sie die Tür. Und ja. Unten das Rolltor. Das ist weg? Ja. Ja, das war auch zu erwarten. Gut, wenn da 5-6 Zombies gleichzeitig draufhauen. Naja. Hm. Was? Aua. Wo? Da kam noch so eine Nachzüglerin. Okay. Ja, protestiert, weil kein Bus fährt. Wollte sich an den Boden kleben. Ey. Soll sie mal probieren. Was für eine Nacht. Benzinkanister ausleeren und dann mit dem Streichholz langsam näher kommen. Kannst ja aufstehen und gehen, wenn du Angst hast. So, irgendwas Gutes noch dabei? Also ich habe 250 Forschungsdaten aus dem Mist rausgeholt. Frage, Bier können wir schon herstellen? Bestimmt. Können wir eine AK-47 schon selber herstellen? Hier nicht erlernt. Okay, ich kann es nicht.
Ah, da guck mal. Warte, warte, den will ich schotten. Ich hab das mit selbst für den Erdbohrer. Geil. Geil. Das lerne ich. Jo. Also lerne ich jetzt die AK. Jo. Okay. Und das mit dem Bier? Dass wir Bier brauen können? Ich meine, wir verkaufen Bier fast nicht. Wir verkaufen es nur an Händler, ne? Genau, wir verkaufen es ja meistens an die Händler. Bier wird dann, wenn du ihre Soße herstellen wirst. Ach ja, stimmt. Das Rezept habe ich ja gelernt, ne? Moment, ich muss doch gerade mal gucken. Okay, dann behalten wir das. Irre Soße. Glas Honig, Yucca-Saft, Gärungsalkohol, Kaffee, Pilze und Maiskolben-Swissli. Kein Bier. Okay. Bei irgendwas dann ist Vanilla-Bier. Irgendwo war ein Bier dabei. Ja, Bier und Hundefutter. Ich habe das im Kopf, dass man das für irgendwas braucht. Hundefutter? Ja, genau. Ja, dann... Ich weiß natürlich nicht, ob das Vanilla ist. Nee, war nicht Vanilla. War auf jeden Fall Legacy. Haut's in die Kommentare. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern Daumen nach oben da lassen. Abo auf dem Kanal, wer noch nicht hat. Und ich freue mich auch über jeden Comment, der unter den Videos ist. Nochmal an der Stelle danke für alle, Swissli, die jedes Video kommentieren. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Swissli, Buran, Skyhawk, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüssi. Ciao.